Meine Königin, ich wurde von Kilusa kontaktiert, einer Brutmutter. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathaner. Kilusa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Ja, eine neue Runde StarCraft 2. Ja, wir haben ja gerade schön gesehen. So langsam kommt das hier alles ins Rollen hier. Wir sind ja wieder die Königin der Klingen, die bessere sogar. Und hatten ja diese Basis da angegriffen. Daraufhin hat sich ja der feige Terraner-Typ da zurückgezogen. Und ja, hier haben wir wieder jede Menge zu labern. Fangen wir diesmal rechts an. Wir wollen ja hier, ne? Also, ne? Nicht mal von links, auch mal von rechts und so weiter und so fort. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich uns einige deiner Brutmütter wieder anschließen. Ich frage mich, warum sie ihre Unabhängigkeit freiwillig aufgeben. Vielleicht wollen doch nicht alle von ihnen den Schwarm beherrschen. Und womöglich wissen sie auch, dass wir in großer Zahl sicherer sind. Wahrscheinlich. Die Festung ist fast uneinnehmbar. Es gibt nur einen Zugang am Boden und... Egal. Wir sind der Schwarm. Wir können Tausende für jeden einzelnen von ihnen opfern. Ah, das ist aber ziemlich doof gedacht, wenn ich das mal so sagen darf. Deine Strategie gegen die Terraner war seltsam, aber ich verstehe sie nun. Abathurs Änderungen tragen Früchte. Erinnerst du dich daran, was ich dir auf dem Schlachtfeld erzählt habe? Weitblick? Ist das so etwas wie Verschlagenheit? Nein. Hinterhältigkeit? Abathur, geh zu ihm. Seine Eingriffe sind schmerzhaft. Seine Eingriffe werden dich Weitsicht begreifen lassen. Dann gehe ich. Nix drücken hier, weil es weh tut. Nee, 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 nee. Warum bist du so davon besessen, Essenzen zu sammeln? Es bedeutet Überleben. Weil dich neue Essenz mit Macht erfüllt? Macht ist eine Falle. Die Rudelführer sind dir zum Opfer gefallen. Wenn es nicht Macht ist, was bringt dir Essenz dann? Essenz ist Veränderung. Veränderung ist Überleben. Sammeln und leben. Stillstehen und sterben. Der will einfach nur überleben, der arme Kerl. Der Abathur noch was für uns hier? Hallo? Abathur? Ja, natürlich. Der will ja immer labern. Ist ein sehr kurz angebundener, aber doch gesprächiger. Habe ich dir früher jemals Menschen zum Experimentieren gegeben? Ja, sehr schlecht. Primitive Strukturen, minimale biologische Anpassungsfähigkeit. Ich wurde als Terranerin geboren. Seltene Terraner, großes Psi-Potenzial. Überwindet mangelhafte Abstammung. Von jetzt an führen wir keine Experimente mehr an Menschen durch. Gut zu wissen. Ja, sehr gut zu wissen. Dann wird das ja schon mal gesichert. Ja. Wenn es sonst nichts mehr gibt hier, würde ich sagen, stürzen wir uns direkt in die nächste Mission. Um erneut über Char zu herrschen, müssen wir die terranische Festung zerstören. Sie werden uns mit aller Macht bekämpfen. Es bedarf nur deines Befehls, meine Königin. Ja dann. Attacke! Nach diesem kleinen Ladescreen, die ja doch sehr häufig, das irgendwie, ich streame Daten, sagt er mir immer, ich habe keine Ahnung, irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist nicht alles auf meiner Festplatte, was der da laden muss, deswegen dauert das auch so lange, wäre vielleicht praktisch gewesen, wenn man es hätte alles, naja. Ich lese jetzt mal, auch wenn ihr selber lesen könnt, ich weiß ja nicht, auf welcher Größe ihr euren Bildschirm da, also euer Dings und Bums, ihr wisst schon, ne, Video, Vollbild, keine Ahnung. Deswegen lauschet.
Indem sie zu einem neuen Ressourcenvorkommen expandieren, können sie die Produktion ihrer Einheiten zusätzlich ankurbeln und somit näher an der Front an Boden gewinnen. Ja. So ist das sinnvoll. Ich vermute, jetzt wie dieser Balken von links nach da und da geht's los. Oh, oh, meine Damen und Herren, ein hartes Rennen, Kopf an Kopf. Obwohl der schwarze Balken immer mehr an Gewicht verliert, der goldene, der holt jetzt auf, meinte, oh mein Gott, das wird ein Dings-Foto-Finish oder so. Was ist da los? Da scheint es eine Panne gegeben zu haben. Eine Panne, meine Damen und Herren, beim goldenen Balken eine Panne. Oh, und da raste wieder los. Der Boxenstopp war auch nötig gewesen. Kurz vor Ziel auf der Zielgerade, meine Damen. Und da geht's los. Wir haben die terranische Festung erreicht. Sie haben sich verschanzt und erwarten uns. Dies ist nicht der Zeitpunkt für Raffinesse. Wir werden sie jagen, wo immer sie sind. Und sie überwältigen. Bereitet einen Nuklearangriff vor. Ich will, dass von diesen Käfern nur noch verkohlte Kadaver übrig bleiben. General Warfield aktiviert sein nukleares Arsenal. Wir müssen uns beeilen. Zagara, erschaffe einen Schwarmcluster. In der Zwischenzeit leite ich diese Welle und verursache so viel Schaden, wie ich nur kann. Oh ja. Macht euren Frieden. Feuer! Wir werden einen Schwarmcluster für den Schwarm bereitstellen, während du so viel Schaden wie möglich anrichtest. Gar kein Problem hier, aber bevor wir das machen. Schick mir Verstärkung, wenn du. Ich sehe schon, das bringt hier nichts. Wir stellen das mal auf Mittel um, weil, wie gesagt, ruckelt und zuckelt und so weiter und so fort. Ich hoffe, so läuft es jetzt ein bisschen runter. Ja, scheint so. Wirft den Zerkangriff ab! Geht keine Zentimeter nach! Die Eroberung geht weiter. So, vernichten Sie die Streitkräfte vor dem Nuklearschlag. Das machen wir. Ist ja kein Ding. Das ist, ne, für uns ist das ja kein Problem. Sehr schön. Kommt mal alle ran hier. Kollegen brauchen wir immer. Richtig. Aber null, null. Haut mal alles weg hier. Genau, alle Gebäude niederwälzen. Wir haben noch gar keine Chance. Was ist er denn für ein Hannes? Hau doch ab, Kollege. Du nervst. So, auch den kleinsten Scheiß phasern wir hier weg. Zack. Ah, sehr schön. Ja, ja, sind sie, sind sie. Geh stark davon aus. So, die nächsten Gebäude, ein Minütchen haben wir noch. Ich hoffe, das haut hin. Hä, sind hier noch welche? So, alle darüber. Hat das schon gezählt oder sind da noch welche? Hier lebt noch ein Turm. Halt, hier. Ihr geht dahin. So. Wie viele sind das denn? Wie soll man das denn schaffen? Scheint mich ein wenig zu verkalkuliert, haben. Verschwinde von Schau. Wenn du bleibst, werde ich deine Streitkräfte bis auf den letzten Mann abschlachten. Wir verfehlen alles. Die Eroberung geht weiter. Okay, was passiert jetzt? Kontrollpunkt. Zeit für den Nukleareinsatz. Tötet sie alle. War das etwa so gemacht, dass man das nicht schaffen kann, oder habe ich jetzt verkackt? Hui.
okay. Ich glaube, man sollte das schaffen. Unser Schwarmcluster hat die Explosion gerade so überstanden, meine Königin. Sobald sein Arsenal aktiv ist, wird er noch mehr Nuklearraketen gegen uns einsetzen. Unsere einzige Hoffnung ist es, in seinen Gefechtsstand einzudringen. Sobald wir das geschafft haben, ist es vorbei. Ich habe etwas erschaffen, das dir dabei helfen wird, die Terraner zu vernichten. Scheusale. Sequenzen ungenau. Trotzdem effektiv. Nutze sie, meine Königin. Übernimm die Kontrolle über die Basis und die Terraner werden den Schwarm fürchten lernen. Okay, das war doch so gewollt. Na gut. Sehr schön. So. Zerstören Sie den Gefechtsstand. Ja. Ey, das machen wir. Morphen wir uns mal hier so ein paar Typen. Können die denn? Ich werde Vergeltung üben. Ach so, meine ganzen Einheiten sind wohl weg. Was? Das ist ja mal nicht so schön. Meine Königin, in diesen Forschungseinrichtungen experimentieren die Terraner an Zerg. Das dürfen wir nicht zulassen. Nee, das stimmt. Ich werde sie zerstören, wenn sich mir die Gelegenheit dazu bietet, Zagara. Sei mal nicht nett. Vorstelle an unseren Kollegen rum. Das hören wir nicht gerne. Los, neue Larven. Ich brauche Larven. Brauche ich. Also richtig. Und Overlords. Ich brauche Overlords. Auch Komm her, da keine neue Larven. Das ist aber ein bisschen komisch. Und Arbeiter, ich brauche Drohnen. Drohnen brauche ich. Ja, die sind doch schon unterwegs. So, jetzt aber. Noch ein paar Overlords. Los, jawohl, jawohl. Jetzt geht aber los hier. Und platsch. Ah, hier kann ich ja auch noch, ne? Wir brauchen mehr Mineralien. Oh Mensch, Spielverderber. Brauche ich erstmal hier. Je mehr Arbeiter, desto schneller geht er. Hat Mutti ja schon gelernt. Gelernt. Was labert der Typ da? Ja, ja, das frage ich mich allerdings auch manchmal. So. Wollen wir mal sehen. Dann haben wir die. Hier können wir auch noch welche bauen. Huch! Hör auf! Was soll das? Scannt der hier rum. Unverschämtheit. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ja, richtig ab, richtig ab. Männer, wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Nee. Entsendet Angriffstruppen. Hör auf, Kollege. Finde ich gar nicht so töfte. Angriffsdings am Arsch. Na, ich habe ja kein Zeitlimit, von daher geht das ja noch hier, ne? Muss halt nur gucken, dass die mir nicht die Basis zerpflücken hier. Gucken, ich warte mal den nächsten Schreitertypen da ab. Oder Scheuser, Schreiter, oh Gott, oh Gott. Ey! Was soll denn der Quatsch jetzt? Wie schickt der nicht?